Schönen guten Tag, mein Name ist Simon Krüger, ich befinde mich hier vor dem Autohaus Hagen. Wie Sie wissen, findet am 6.5. ja wieder die diesjährige Automeile statt. Wir treffen jetzt Markus Hagen und schauen uns mal den Nissan Leaf genauer an. Wir sitzen jetzt hier im neuen Nissan Leaf und drehen eine kleine Runde und Markus Hagen wird uns einige Fragen zum Fahrzeug beantworten. Wie kann ich mir das denn mit dem Aufladen vorstellen? Was kostet das oder gegenüber dem Diesel oder Benzin? Von den Kosten her können Sie ungefähr davon ausgehen, dass so eine komplette Tankfüllung sich so bei 6 Euro ungefähr bewegen wird. Das ist ja schon extrem günstig, würde ich sagen. Das ist richtig und da kann man wirklich sagen, das ist schon unschlagbar günstig zu den Preisen von Kraftstoffen. Und es ist so einfach auch, die Fahrzeuge sind 10 Jahre steuerfrei, das kommt noch dazu. Und also man hat schon, wenn man jetzt der Kurzstreckenfahrer ist, einen großen, richtigen Mehrwert, dieses Fahrzeug zu fahren. Ja, das stimmt. Herr Hagen, was würden Sie sagen, was ist das Alleinstellungsmerkmal für diesen Nissan Leaf? Was macht eine Besonderheit, was diesen Wagen so klasse macht? Ja, schon fast ein bisschen schwer, das zu sagen, weil mir so ein paar Sachen durch den Kopf gehen. Dann nennen Sie ruhig ein paar. Ich würde einmal sagen, dass das E-Pedal zum Beispiel, die Einpedalnutzung, die wir beim Leaf jetzt haben, beim neuen Leaf, dass ich wirklich bequem und mich durch die Straßen bewegen kann und wirklich Gas geben kann und das Fahrzeug stärker abbremsen kann und sogar zum Stillstand bringen kann. Das ist wirklich eine sehr bequeme Fahrweise. Und das ist schon für mich so das Hauptmerkmal, wobei wir diesen Pro-Pilot noch mit an Bord haben, der dann den Abstand zum Vordermann, so auch auf Autobahnfahrten, nimmt. Da kann ich selbst bestimmen, wie weit ich entfernt sein möchte. Und er hält mich auch seitlich in der Spur. Hat also nicht nur eine Spurerkennung, sondern er hält mich wirklich in der Spur. Und wenn ich dann ein bisschen nach links komme, korrigiert er mich nach rechts. Ich bleibe in der Fahrspur. Und nur würde ich die Hände vom Lenkrad lassen, würde er dann aus Sicherheitsgründen einmal und auch ein zweites Mal leicht anbremsen, einen Signalton ausstoßen und würde in letzter Instanz, wenn die Hand dann nicht am Lenkrad ist, das Fahrzeug wirklich abbremsen, den Warnblinker aktivieren und das Fahrzeug zum Stillstand bringen. Herr Hagen, in welcher Preisklasse ist dieses Fahrzeug erhältlich? Ja, der neue Nissan Leaf, Modelljahr 2018, startet bei 31.900 Euro Listenpreis. Ist dann durchaus schon vernünftig und gut ausgestattet. Okay. Also es sind gute 8.000 Euro, die man dann in der Spitzenversion bekommen kann. Wobei wir auf den Listenpreis natürlich auch, es gibt einen Elektrobonus, den wir anbieten, der bei 2.500 Euro liegt, plus die staatliche Förderung von 2.000 Euro, sodass wir da 4.500 Euro dann gesamt eine Reduzierung haben und haben dann wirklich, ich sag mal, selbst in dieser Top-Ausstattung, wie wir ihn hier haben, den Leaf Techna mit Ledersitzen und umfangreicher Ausstattung, Navigationssystem, EV Connect. Also insofern habe ich dann diese Vollausstattung zum Beispiel letztendlich unterm Strich für knappe 35.000 Euro. Und wie gesagt, wenn wir dann von der Basisversion ausgehen, da kann ich dann doch auch für um die 26.000, wo ich unterm Strich nachher liege, so ein Fahrzeug fahren. Das war ein kleiner Überblick von Markus Hagen über die neue Generation des Nissan Leafs. Wir sehen uns auf der Automeile am 6.5. Ich bin Simon Krüger. Wir sind der Reporter. Wir haben Ostholstein im Blick. Wunderbar. Und die Firma Hagen freut sich auch auf die Automeile, dass wir dieses Jahr auch wieder dabei sind und würden uns über ganz viele Besucher freuen.